Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit Lena und Ronny oder auch Ronny und Lena, wie auch immer. Ja, wir sind hier im Eisgebiet, Leute, und ich würde gerne in den Frostpalast gehen. Wir haben uns da jetzt diese feurigen Suppen gemacht. Feurig scharfe Fleischsuppe und hoffen, dass das warm genug hält. Aber wir werden sehen. Wo Ja. lang ging's denn da jetzt nochmal? Feuernebellager, Ja, guck, also wir Eishütte. müssen da rein hier. Also Ah ja. hinter Der dem Ding hier. Steinwand. Ja. Ja, diesmal haben wir uns etwas besser vorbereitet. Da wir ja wissen, dass hier so ein Palast ist. Haben wir den Stein schon gedingenst? Ja, ne? Ja. Beansprucht. Haben wir schon. Zur Info für euch, wir haben auch schon einen Kartenraum gebaut. Wir haben ihn nur noch nicht platziert, weil Ja. wir keinen Platz haben. In unserer kleinen Hütte. Ja. Hast du schon eine Suppe genommen? Noch nicht, noch erfriere ich noch nicht. Jetzt ist mir sehr kalt. Schauen wir mal. Ich war hier auch noch nie drin. Ich habe das nur mal von außen gesehen. Ach Also. so, hast du den Dungeon noch nie gemacht? Nö. Ja, ich schon. Deswegen hast du das vorhin gesagt. Weil du es nicht weißt, Alter. Tempel des Frosts. Ja. Tempel des Frosts. So, dann schieße ich den guten Herrn mal an. Bam, mit deiner hässlichen Fresse. Gesicht. Oh, da kommt direkt sein Bruder mit. Holy. Ja. Und wer kriegt sie jetzt wieder? Ich, weil ich zuerst geschossen habe. Wie der mir hinterher kommt. Jetzt Wird schlagt immer auf die schneller. ein. Wird immer schneller. Ich komme dir hinterher. Die sind so schnell. Alter! Der will nur mich. Oh! Ach, jetzt reicht's! Ihr Frostkackes, oha! Oh, jetzt krieg ich Frostschaden. Ja, ich esse meine Suppe. Alter, ist mir kalt. Kälteeinbruch. Jetzt kommt das Ja, Aufladen hinzu. ja, ja. Mit der Dauert einen Zeit Moment. erst. Ja. Sagen wir mal eine andere Frage. Kann ich hier einen. Nee, auch nicht. Eine Bettrolle. Gebäude ist hier nicht zulässig. Ja, und Leute. Ihr müsst jetzt nicht nochmal in die Kommentare schreiben, dass das in einem Dungeon oder so nicht geht. Ich kann es mir jetzt schon denken. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, ob es vielleicht doch hier irgendwo funktioniert. Aber anscheinend nicht. Von daher. Scheiß drauf. Einfach nicht sterben. Ja, der hatte Obsidian dabei. Wunderbar. Ich glaube, ich muss mir die Suppe mal auf irgendeine Taste legen. Hast du die nicht auf eine Taste? Jetzt schon. Okay. Wir waren noch nicht mal drin und ich bin fast gestorben. Gut. Hier ist eine Tafel. Neue Emotes. Knien bei Chrom sitzend, beten stehend, beten. Wird jetzt lustig da drin, wenn du da noch nie drin warst. Mal gucken.
Ist das jetzt schon der Dungeon? Nee. Hier ist ein Freund. Zwei. Was wäre eigentlich, wenn ich dem mal so einen Sprengpfeil in den Kopf schießen würde? Ich muss das mal kurz ausprobieren. Oh, der kommt auf mich. Bums! Das war geil, oder? Ja. Und es macht auch richtig viel Schaden, oder? Nee, ich glaube nicht. Oh, das mit den Suppen ist gar nicht mal so cool, ey. Check ich Wie? gerade. Ja, ist ein Ja. bisschen wenig. Acht Suppen Ja. jetzt noch. Ich hab noch 7. Oh. Ja, dann teil's dir ein. Nee, das wird nicht reichen. Geht doch nur 15 Minuten, oder? Naja, das hat ja damit nichts zu tun. Ich dachte halt, das ist so ein Effekt, der über ein paar Minuten hält. Ach Ich so. habe die Suppen ja vorher noch nicht getestet. Ja, gut. Hatten wir nicht mal darüber gesprochen, dass wir, Alter, dass wir irgendwie uns wärmere Kleidung noch machen? Ja, wenn du welche findest, die dich wärmer halten, dann kann ich die machen. Hab dir ja gesagt, dass ich dazu keine Kleidung gefunden habe. Außer die Vanya-Kleidung und die hält halt auch nicht so warm, dass man hier drinnen ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel überleben könnte. Frag mich, wie wir das früher gemacht haben. Das war easy. Leider kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es hier überall frostig kalt ist. Oder wir... Wo kommt der denn her? Ja, stand hier vorne. Ja, oder wir lassen halt die Begleiter den größten Teil machen, damit wir auf jeden Fall schon mal keinen Frostschaden bekommen. Ja. Es kann auch sein, dass es hier hinten gar nicht mehr so kalt ist. Ah, doch, jetzt hier ist wieder sehr kalt. Hier ist nichts. Uch. Hätte ich jetzt mein Feuerwasser dabei, du. Junge, Junge. Ja, gut. Ich gehe mal nach links hier oben. Komm mit. Okay, die Bitte. Ich kann halt nichts machen. Sobald ich da rangehe, wird mir so kalt und Nee, ich will so nee. schnell leben. Lass es einfach. Also, mach's lieber nicht.
Okay. Nicht, dass wir hier noch Kisten vergessen irgendwo. Oder Tafeln oder Bücher. Ich glaube, hier sind schon. Sind hier schon die Bosse? Oh. Ja, sieht so aus. Immer geblockt hier. Den block's auch. Wie blockst denn du den? Ich stell mich einfach davor. Warum? Und der hittet dich nicht, weil er mich will, oder was? Ja, genau. Jetzt aber weg! Hab ich dich abgeschossen? Du rennst mir die ganze Zeit. Ja, weil du mir die ganze Zeit vor den Riesen rennst. Unsere Begleiter kriegen ja kein bisschen Schaden. Der macht ja auch gar nichts mehr. Lian ist gerade runtergefallen. Na egal. Tschö, Lian. Ja, ich habe eine Kerze gefunden, da können wir uns aufwärmen. Ja, wenn das so wäre. Absinth hatte der dabei. Oh je. Das ist doch gut, ja. Der wärmt doch auch. Ja, danach hickst du hier wieder rum. Ja. Ist hier auch was? Imeus esse. Imeus esse. Lian zum Bewegen befördert. Okay, gut. Ich weiß nicht mehr, wo es hier lang geht. Da gehen wir jetzt auf die andere Seite. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, wir sind hier damals einfach runtergesprungen. Ha! Ich glaube, dann wären wir tot, oder? Das sieht ziemlich hoch aus. Ich werde hier gerade geblockt. So. Ja. I don't know. Wir haben einiges geschafft. Ja. Gut. Ich glaube, es ist auch nur hier oben extrem kalt. Zuflucht. Hier ist noch einer. Oh. Oh, Scheiße. Tanz mit denen, du dummes Feuer. Ich auch. Scheiße, jetzt habe ich dreimal die Suppe genommen. Wie wär's denn jetzt noch? Null. Mit. Ja. Ich
Also was ich gemerkt habe, man darf sich halt nicht von denen treffen lassen, weil dann kriegt man sofort so einen Debuff, der heißt Kälteeinbruch. Und dann wird Jo. es dir extrem kalt. Ich war gerade bei Erfrierung. Ich probiere jetzt mal was. Er hat gewürzte Keule noch dabei. Willst du die haben? Nein, nein. Ich habe hier 25 gewürzte Keulen, dann Gewürzsuppe noch, gewürzte Austern, also alles, was Gewürztee, alles, was so ein bisschen Heilung anscheinend Wärme gibt. Ja, ich habe vor uns auch schon von einem sowas geloot. Was ist denn das hier? Wir wissen, das hier ist dunkel. Kann man hier lang? Nee. Ich glaube, das ist ein Portal. Hier ist Portal. Wie war das noch? Hier ist noch eine Kiste mit Absinth. Ja, gut, ich habe mich ja jetzt gar nicht so vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, jetzt kann man noch geradeaus, quasi. Ja, aber ich dachte, man muss hier irgendwo lang. Hier. Warte. Also hier ging's nicht. Nee. Wir gingen nirgendwo, ich hab's gerade Okay, ja, dann gehen überprobiert. wir nochmal zurück. Treppe hoch oder Treppe runter? Treppe hoch. Okay. Ich glaube, hier ist Oh. auch ein Boss. Ronny, renn! Ich will ihn noch nicht zu weit runterlocken. Ja. Oh Gott. Wo bist du? Ich bin nach oben gelaufen. Sind die unten auch beide? Oh ne. Nein. Oh ja, das ist der Boss. Die machen das schon. Ach Leute, ist das Oh, was schön. macht der denn? Upp. Die machen das schon, die Jungs und Mädels. Bisschen Heilpfeile darunter schießen, dann läuft das. Harugnir aus dem Frost besiegen. Stahlbarren, Stahlpfeil, Rasiermesserpfeil, Stahlpickel. Hä? Das war doch jetzt nicht der Boss, oder? Hast du den Boss gelootet? Nee, ich hab den normalen gelootet. Das war der Boss, den du jetzt gerade hier gelootet hast. Ist hier oben denn noch was?
Müsste, ja. Ja, ist eine Kiste. Eine Glaskugel, toll. Glas, ja, wunderbar. Hier ist noch eine Tafel. Ah, ja. Das ist für dich. Frostschmieden, Spitzhacke aus schwarzem Eis. Wurfaxt aus schwarzem Eis und Speer aus schwarzem Eis. Okay. Das war's aber noch nicht. Ich erinnere mich an einen Turm mit ganz vielen Gegnern, gegen die man kämpfen musste. Und ich glaube, da ist man über ein Portal hingekommen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. War das denn vielleicht an der einen Stelle, wo ich gesagt habe, wir sind hier irgendwo runter? Weiß nicht. Oder vielleicht kann man jetzt hier unten hin und es gibt irgendwas, weil... Nö. Bist du gerade noch mal auf der anderen Seite? Ja. Ich gehe jetzt hier runter. Mal gucken. Hier ist ein Drache unten. Komm runter! Wenn du in den Raum reinläufst, rechts kannst du runterklettern. Okay, bin schon dabei. Gut, freu mich. Ich piek's den. Ich seh ihn. Oh. Oh Bruder, der kommt ja hier hoch. Gar keinen Bock. Tschüss. Ich bin unten. Ja, ich jetzt auch. Er will aber mich. Lass dich nicht einkeilen da hinten. Ja. Verreckt gerade. Ich bin eingekeilt. Ich bin eingekeilt. Nein. Schon wieder, ey. Da wird sich der ein oder andere jetzt schon wieder kaputt lachen, ey, weil du es noch gesagt hast. Ich sehe euch in den Kommentaren. Ich sehe euch. Lebst du noch? Ja. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, wo er gerade hinrennt. Oh. Brauchst du Heilung? Nee, zumindest ist hier unten nicht kalt. Hm. Komm mal runter zu dir. Getroffen.
Irgendeiner ist unter die Map geglitscht, unserer Begleiter, glaube ich. Ja, der kämpft von unten. Wer ist es? Es ist der Linz hier. Ja. Heilpfeile. Ja. Ich muss nur ein bisschen bewegen, wegen seinen Attacken. Okay. Nee, egal. Huch, wie schnell war das? Aua, du Dumme. Der sieht voll hübsch aus, finde ich. Ja. Also, der ist so schön weiß. Ich hätte den gerne. Ich bin, oh, ich scheiße. Auf dem Ei. Weiß nicht. Ist schon wieder einer ohne Wende? Nee. I'm okay. Fleisch haben wir. Mhm. Aber selbst der ist schwerer. Als der Boss von gerade. Meinst du den, den Riesen, ne? Ah ja. Hier so ein Ram-Angriff, ey. Jetzt reicht's! Genau. Wo sind unsere Begleiter? Ach, da. Ronny? Ja. Ich habe keine Kiste, kein Dietrich bekommen. Okay. Ich habe nur Drachenknochen und Drachenhorn bekommen. Ja, das ist ja auch gut. Wir können ja eine Drachenrüstung mal machen daraus, wenn wir genug haben. Die ist auf jeden Fall, denke ich, schon mal besser als die, die wir haben. Aber hier muss trotzdem irgendwo eine Kiste rumliegen, oder? Okay, und welchen Dungeon habe ich jetzt schon wieder gemeint? Ich mit so einem Turm. So mit so einem Turm. Ich weiß nicht, also ich war in so wenig Dungeons drin bei Conan. Ey, ganz ehrlich, also ich glaube, ich hab die fast alle durch gehabt. Also ich war nur in dem mit diesen Werwölfen, glaube ich, mit der Schattenblume. Also da war ich halt nur drin, weil ich die Schattenblume haben wollte. Und ich war in dem allerersten Dungeon, also mit diesem Giftwürmchen. Ja. Abgrund, Abschaumtiefen. Ach, und ich war noch hier in dem Vulkan mal drin gewesen, aber ich glaube, den habe ich dann gar nicht geschafft oder so. Oh.
Vulkan weiß ich gar nicht, ob ich den gemacht habe. Wie kommt man denn hier wieder raus überhaupt? Ich kletter gerade wieder hoch. Ach, kann man hier klettern? Ja. Okay. Es gibt nämlich sonst, glaube ich, keinen anderen Ausgang. Die sind nachgespawnt, die Riesen. Okay. Ich möchte die aber nicht bekämpfen. Ich wollte jetzt eigentlich einfach rausgehen. Ja, einfach rauslaufen dann, ja. Ach. Komm schon. Oh. Das wird lustig. Der rennt mir hinterher. Oh, hier oben, der ist auch wieder da. Hi. Yo. Wir werden jetzt gleich 3 oder 4 Riesen. Oh, 5, 6. Gut. Hoffentlich blockieren die mich dann hier, wenn ich hoch. Ne, ich gehe ja raus mit denen. Ja, aber irgendwann verfolgen die dich wahrscheinlich nicht mehr und rennen wieder zurück. I'm out of this shit. Aktuell sind es 4, die mir hinterherlaufen. Ja, ich bring noch ein paar mit. Oh, mir ist schon wieder kalt, ey. Okay. Bin ich hier richtig gelaufen? Muss ich hier Treppen hochlaufen? Ja, ne? Nee, rund. Also ich bin raus. Okay, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Also wenn du da rauskommst, musst du, also wo wir jetzt hoch, rechts runter. Gut, gut. Ja, yeah, ich bin draußen. Wo bist du hier draußen? Ach, da. Da! Good. Ja, okay, Leute, würde ich sagen, war's das. In der nächsten Folge, wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, falls ihr aufgepasst habt, ich habe Sprengpfeile dabei. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir das mal ausprobieren mit den Sprengpfeilen und den, sag jetzt mal, Meteoriten. Also den Sternmetallquellen. Ja. Ja. Genau. Ja. Schön. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bye bye.